Einen schönen guten Nachmittag. Ich habe bei mir den Herrn Beat Hirschi, Geschäftsführer der Hyundai Hydrogen Mobility AG. Vielen Dank, dass Sie bei uns hier sind. Im Nutzfahrzeugsektor hat sich in den letzten Jahren einiges bei den Entwicklungen von nachhaltigen Antriebsformen getan. Hyundai hat 2019 das erste Brennstoffzellen-Nutzfahrzeug auf den Markt gebracht. Warum hat man sich bei Hyundai für die Wasserstoffschiene entschieden? Ja, erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Es macht uns stolz, an so einem tollen Event hier unser Fahrzeug auszustellen. Ja, wieso hat Hyundai das begonnen? Es gibt einerseits, ist natürlich immer die Frage, habt ihr auch batterieelektrische Fahrzeuge? Ja, haben wir auch im Pkw-Sektor. Wieso im schweren Nutzfahrzeugbereich? Eine Frage, die wir sehr schnell immer wieder beantworten, oder ist die Frage, müssen wir 5 Tonnen, 6 Tonnen Batterien mitschleppen? Und da haben wir gesagt, nein. Wir haben bei Hyundai schon seit 20 Jahren die Brennstoffzelle im Einsatz und haben jetzt eigentlich die seit 10 Jahren im Pkw-Bereich erfolgreich eingesetzte Brennstoffzelle, haben wir vor 4 Jahren in den LKW eingepackt und stellen fest, dass das es ist die Lösung für die Zukunft. Also wir überspringen eigentlich die Technologie der Batterie. Es ist bekannt, dass die Infrastruktur für erneuerbare Energieformen der Nachfrage etwas hinterherhängt. Wie haben Sie das in Ihrem Heimatmarkt in der Schweiz gelöst? Ja, die Nachfrage ist eigentlich da. Es ist einfach die Frage, wer zahlt die Mehrkosten. In der Schweiz haben wir mit dem Wegfall der Straßenverkehrssteuer, in der Schweiz heißt das LSVA, haben die Möglichkeit, jährlich mit einem Nicht-Verbrennerfahrzeug, mit diesem Hyundai, 40, 50, 60, je nach Kilometeranzahl, 1000 Schweizer Franken, Euro, Parität im Moment, zu sparen. Und somit haben wir die Mehrkosten für das Fahrzeug haben wir fast egalisiert. Hinzu kam, dass das ist ein innovatives Unternehmen, die H2 Energy, ein Mann, der Rolf Huber, hat das getrieben und hat Kunden zusammengebracht, also Coop, Migros, große Retailer, hat es aber geschafft, Transporteure mit ins Boot zu kriegen. Und dann ganz am Ende, das Zünglein an der Waage, auch noch die großen Mineralölfirmen dazu gebracht, Tankstellen zu bauen. Und alle zusammen sagten, ja, wir tun was Gutes. Und so mit dieser indirekten Förderung, was keine Förderung ist, Wegfall der Steuer, konnten wir es ermöglichen. Und dank der Innovationskraft in Deutschland, mit diesen 80% der Mehrkosten, die gefördert werden, dürfen jetzt auch dieses Jahr in Deutschland die ersten Fahrzeuge auf die Straße bringen. Im Grunde genommen ist es ein Elektrofahrzeug. Die kleine Batterie ist hier unten, sind 72 Kilowatt. Die braucht man aber eigentlich nur für die Rekuperation. Es ist ein Elektromotor, der gespiesen wird, die Energie wird gespiesen von 2 Brennstoffzellen. Und die 2 Brennstoffzellen, die erhalten die Energie wiederum von Wasserstoff. Wasserstoff kommt in die Brennstoffzelle, Abfallprodukt ist Wasser. Und auf der anderen Seite ist die Energie, die dann einerseits in den Elektromotor geht, auf der anderen Seite es geht eine kleine Rekuperation oder eben Überschussenergie, die in der Batterie gespiesen wird. 350 Bar, wir haben 400 Kilometer Reichweite, das reicht für den Nahverkehr, es reicht aber auch mit der entsprechenden Infrastruktur, dass Sie 700, 800 Kilometer am Tag fahren können. Genau. Was die Betankungszeit angeht, da sind wir bei 15 Minuten. Ist eigentlich genau die Pause, die der Fahrer ohnehin nach 2-3 Stunden braucht. Sie haben die Kosten erwähnt und auch die Infrastruktur. Wir haben von verschiedenen anderen Herstellern gehört, dass das eines der Barrieren ist, warum noch nicht mehr Unternehmen umsteigen. Sozusagen dass die Infrastruktur, das Netzwerk, um diese Fahrzeuge wieder aufzuladen. Wie sehen Sie hier die Entwicklung in Europa? Gut, es ist natürlich relativ einfach zu sagen, die Infrastruktur ist nicht da, ich bringe den Truck nicht. Diese Henne-Ei-Thematik. Wir gehen das anders an. Wir sagen, wenn wir den Truck bringen, dann wird ein Produzent, der Wasserstoffproduzent, wird Interesse haben, Wasserstoff zu produzieren. Ein Tankstellenbetreiber wird sagen, ja gut, wenn ich verkaufen kann, dann baue ich Infrastruktur. Also wir gehen es von der anderen Seite an. Natürlich haben wir mit großen Partnern wie der Jet, Philips 66, die werden eine große Summe investieren in 50 Tankstellen zum Beispiel. Wir werden aber auch mit der HC Mobility, sind wir in engem Kontakt, werden wir dafür sorgen,
jedes Fahrzeug, welches wir übergeben, dem Kunden übergeben, da schauen wir, ist auch in unserem Interesse, dass das auf der Straße fährt und nicht steht. Also für Infrastruktur sorgen wir. Und einfach zu sagen, ja, die Infrastruktur ist nicht da, wir bauen die Fahrzeuge dann, wenn es da ist, das ist so ein bisschen, ja, einfach. Aus Schweizer Perspektive ein bisschen ein einfacher Ansatz. Wo sehen Sie die Mobilität der Zukunft in der Nutzfahrzeugindustrie? Wir haben vorhin schon kurz gesprochen, es gibt verschiedene Antriebsformen, verschiedene Biofuels, Bio-LNG. Wo denken Sie, wird es hingehen und wird sich eines durchsetzen oder ist es vielleicht eine Kombination von mehreren? Ja, ich wünschte jetzt Ihnen sagen zu können, es wird sich Wasserstoff 350 Bar ungekühlt durchsetzen. Nein, natürlich muss man unbedingt systemoffen sein. Wir bei Hyundai glauben auf 350 Bar ungekühlt mit einer Brennstoffzelle, gasförmiger Wasserstoff. Das ermöglicht den Tankstellenbetreiber zu ganz tiefen Kosten einzusteigen. Ich glaube aber auch, dass im leichten Nutzfahrzeugbereich, dass die Batterie sich durchsetzen wird, wie auch LNG vielleicht, wenn der Krieg vorüber ist, was wir alle hoffen, dass LNG wieder im Preis attraktiver wird. Also ich denke, es gibt nicht eine Lösung. Ich denke aber, mit Hyundai sind wir Vorreiter. Das freut mich, macht mich stolz. Und auf der anderen Seite werden wir einen wichtigen Anteil haben, zusammen mit allen anderen OEMs, die hoffentlich folgen werden.